Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. So, ich bin immer noch auf dem Guardian-Planet. Ich habe mir gedacht, wir drehen noch mal rund und sammeln ein paar Materialien auf. Derweil, ja, damit wir nicht mehr in absehbarer Zukunft hierher müssen, obwohl, wenn, sei egal, aber wir drehen einfach noch mal rund, gucken uns was an und ich muss noch was machen. Ich habe noch gar nicht die Obeliske gescannt. Ja, ich war gestern schon mal. Ich weiß gar nicht, wie die Tour, wo ich nicht aufgenommen habe, bin ich auch schon, habe ich auch schon mal rund hier gedreht. Habe nochmal die ganze Klappe an den Türme abgeschossen. Es gibt dann immer ein paar schöne Materialien, die man später noch brauche. Upsa. Ab und zu kommen ein paar Drohnen. Habe ich festgestellt, die Losio Avas Falle. Ist auch ganz toll. So. Dann gucken wir mal, hat. Dies. Ja, Frachtgreifer brauchen wir eh. Ah, da ist sogar was. Gucken wir mal an. Zwischen du Energiezelle, ja, nehme ich doch. Ja, dann habe ich mal geguckt. Ich habe mich mal ein bisschen informiert, endlich mal. Aber ist irgendwas passiert? Keine Ahnung was. Dieser Guardian Frameshift Drive. Der steckt hier dran. Energiezelle Nummer. Der Frameshift Drive, der gibt es glaube ich immer in der Größe, wie der Frameshift-Antrieb vom Raumschiff ist. Das wird leider bedeuten, dass man für die ASP ein Fünfer-Element kriegen würde. Aber ein Fünfer-Element ist mein. Im Fünfer-Element ist doch mein Dings drin. Na, mein Planetenhangar mit zwei Buggies. Das heißt, bist du was? Das heißt, ich müsste den ausbauen. Ich könnte mal nur noch ein anderer Hangar mitnehmen. Ja, das will ich nicht. Ich könnte mal nur ein anderer Hangar mitnehmen, wo nur ein Buggy drin ist. Das bin ich am Überlegen, was irgendwie besser ist. 10,5 Lichtjahre mehr Sprungreichweite oder halt und dort davon nur ein Buggy oder halt zwei Buggys und dort davon nicht so weit springen können. Da bin ich mir momentan noch nicht so sicher, weil ich tendiere eher dazu, dass ich. Moment, ne, wo ist denn das Ding? Ich tendiere eher dazu, dass ich, wenn ich mal den Frameshift Boost hole, werde ich auf jeden Fall machen, dass eher für ein anderes Schiff hole wäre. Also für ein größeres, wo ich genug Plätze drin habe. Nee. Hier ist das nicht, was ich will. Was ist denn hier? Oh, ah, das ist das uralte Relikt. In einem Turm warmer. Ah, hier. Oder? Irgendwo sind doch so komische Obeliske, so Dinger, die blau glühen. Und die kann man irgendwie scannen. Naja, nicht. Machen wir zwei Tour, ah, egal. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Moment, ne, hier komme ich wieder zum Raumschiff, aber ach nee, stopp, habe mich wieder total verfranst. Aber hier kriegen wir sie erstmal was. Ja, das kriege ich jetzt nicht von da. Energieleiter. Ich meine, später, wenn man mal viel Geld haben und uns mal was Gescheites kaufen können. Was heißt du gescheit, ich mach was Großes, Anaconda oder sowas? Dann lohnt sich das natürlich schon eher, denn eine Frameshift Boosterin zu machen, weil dann haben wir auch genug Platz. Kann man einfacher mal so eine großer Slot entbehren. Energiezelle. War schon das, wo ich mir die letzte Zeit so überlegt habe. Wo sind dann die Dinger? Und hier auf diesem Planet wird es scheinbar nie Tag.
Was irgendwie schade ist. Hier geht's wieder zum Raumschiff. Ist noch so ein Teil. So, irgendwo muss doch da so ein komisches. Sind die nicht an? Wieso sind die nicht an? Oh, da hinten ist auch noch so ein Dings-Turm. Dem können wir noch so ein paar Türe abschieße diesem Ding hier. Technologiekomponenten, genau das. Energiezelle haben wir genug irgendwie. Leiden hier. Uralte Schatulle. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Ah, ich habe eh hier was mit, oder? Ich weiß gar nicht. Ich nehme es nur mit. Na? Ah, okay, okay, okay. Deshalb. So, dann ist hier noch ein Dingenskirchens. Jupp, die nehmen wir. So, sehr schön. Upsa. Ich das Ding dran gefahren. Gut. Wo sind dann diese blau leuchtende Dinger? Oder muss ich dazu erst. Was ist denn das? Uralte Schatulle. Ja, die haben wir jetzt. Nee. Keine Ahnung, wäre die erst aktiv, wenn ich das Ding runtergeschossen. Könnte man eventuell mal probieren. Bin mal gerade nicht sicher. Mir ballere das mal runter. Brauche du es jetzt nicht? So, hier ist dann noch. Ist hier noch eine Klappe? Nö. Oder? Scheinbar nicht. Wo so uraltes liegt. Nee, irgendwie auch keine Drohne. Als ich gestern rumgefahren bin, habe ich auch direkt einiges gefunden. Was bestimmt so schön ist. Uraltes Tablett. Das haben wir, glaube ich, schon. Oh ja, ja, ja. Hallo, hier. Genau, genau an dich will ich. Genau an dich will ich. Ne, der Zusammensetzungsscanner. Ich würde gerne. Okay, gut. Das wollte ich auch testen, ob der Datelink-Scanner und der andere zusammenarbeiten, aber das tun sie offenbar nicht. Schade.
Der Datenlink-Scanner. Moment, funktioniert der? Funktioniert der nur im Turm? Kann das Sinn? Warte mal, was zerstört. Nee, habe ich das Ding schon? Guardian Codex. Kann ich nicht wissen, dass ich das schon habe. Würde ich hier nicht ausschließen. Wissensdatenbank oder Entdeckungen, oder? Xenologisch bestimmt. Guardian-Objekte. Datenterminal, Codex, genau, das haben wir schon. Pylonen. Ach, den könnte ich noch. So, Pylonen könnte ich mal noch angucken. Reliktturm müsste ich auch noch. Ist noch Alga hier. Das müssen wir aber machen. Der Garten Sentinel, die haben wir denn heute mal schon. Sehr schön, dann machen wir das noch, würde ich sagen, dass wir das mal noch gescannt haben. Aber hier müssen eigentlich mehrere rumfliegen. So, warte mal, halt mal hier mal still. Irgendwie finde ich es doch leicht gruselig hier in diesem Dings hier. Anders seid. Guardian Energiezelle. Den können wir ja mal totschmeißen. Oh, du hast noch so ein Teil. Cool. Das habe ich definitiv noch nicht. Dann fahren wir mal. So, mal kurz hier hin, weil hier auf der Seite müsste auch noch sowas sein. Eine zerstörbare Klappe. So. Nein, Frachtgreifer nicht einfahren. Oh, cool. Wieder eine Energiezelle. Na super. Nochmal, nee, gibt's doch nicht. Wo? So. Dann düsen wir mal in das andere Teil hier. Na, hier war doch irgendwas orange. Wow, wow, wow. Komm, 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 komm. Wunderbar. Oh, 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 oh. Da, das hat aber was Falle gelöst. Oh ja. Fraktalkomponenten, gerne. Gerne. So. Dann wollte ich jetzt noch zu dem komisch leuchtenden Ding und das Ding muss gerne. Das müsste eigentlich verschiedene Signale sein. Ja, bisschen nah dran vielleicht eventuell, oder? Nein, ich dachte, die kann man scannen und es gibt unterschiedliche Sachen. Habe ich irgendwas vergessen? Welchen Zusammensetzungsscanner?
müsste man eigentlich den anderen nehmen, aber ich muss mich gerade mal, ihr ahnt schon was, um das vierbeinige Wesen hier kümmere. Das braucht Aufmerksamkeit. Wir machen gleich ein bisschen weiter. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Katze wurde bespaßt, gefüttert und rausgelost. Muss auch sein. Da habe ich mal kurz die Steuerung auseinander gefriemelt. Und mir ist aufgefallen, bevor ich was scannen will, sollte ich es eventuell auch markieren. Das wäre ganz gut. Jetzt haben wir es markiert. Und jetzt haben wir Daten uralter Zivilisationen. Alpha-Muster. Sehr schön. Genau so Sache soll es doch hier geben. Das ist schon mal... Ich habe doch die Tasche umbelegt. Ich habe die Tasche doch noch nicht, die Steuerung doch noch nicht aussortiert, weil es irgendwie noch Doppelbelegung gibt von Handbremse und Dings. Waffeumschalter, Waffengruppe. So, dann, warte mal, das sind die Türme. Oh, hier ist noch eine Klappe dran, das ist sehr schön. Genau genommen noch zwei. Und noch drei. Technologiekomponenten, das ist doch nice. Natürlich sollte man die Frachtlok aufmachen, eventuell. Energieleiter. Also die haben doch mal wirklich genug. So, dann war doch auf dieser Seite noch ein Ding. Genau. Energiezelle. Naja, es frisst kein Brot. So, dann wollen wir noch an so ein irgendein Pylon und so komisches Ding mit der uralten Dings. Und wir brauchen noch so ein paar Obeliske. Was bist denn du? Du bist was zum Abschießen. Nehmen wir doch mit. Das ist direkt auf uns aufgefallen. Nicht gut. Was bist du? Energiezelle mal wieder. Furchtbar. So, was haben wir hier noch im Scanner? Noch eine zerstörbare Klappe. Oh. Noch eine Energiezelle. Na, hopp dann. Bevor sie hier leid und schlecht wird. So, ich guck mal, ob hier noch sowas ist, was an ist. Hier sehe ich kein Licht. Warnung, Treibstoffreserve bei 50%. Das ist gut, dann haben wir nämlich noch die Hälfte. Fliehen wir mal. Fliehen. Fahren wir mal bei der Hinne das Leuchtgedöns. Hinne ist auch der Pylon, oder? Muss gerne. Ah ne, das ist das uralte Relikt. Kann ich das noch? Ich fliege mal hin an und da kann ich noch bestimmt was scannen. Hoffe ich doch. So. Thank you.
uraltes Relikt entdeckt. Okay. So, irgend so ein Pylon. Ich nur wisst, wo die sind. Ich brauche immer noch. Es gibt noch ein paar andere Obeliske. Also diese komische Quader, der nochmal dahin heute, wo es die Alpha-Date gab. Irgendwo müsste noch was sein. Hier gucke ich, ob ich das Dolly hier scannen kann. Fischt. Moment. Oh! Oh! Fall noch mit. Achtung, neues Material. Oh, das hatten wir noch gar nicht. Das ist dann wohl das seltene Material von den Guardians. Ich nehme an, da gibt es auch gewöhnliches und abballere. Die Frage wäre, zwischen du hin uraltes Relikt, das ist uninteressant. Die Frage wäre, kann ich dich auch scannen? Bestimmt, oder? Energieleiter. So, wo ist jetzt noch so Pylon? Oh, das neue Licht. Naja, ist gut. Irgendwo hier war es doch. War doch so. War so. Hier sind nochmal Sachen, wo wir abschießen können. So, wir gucken mal kurz. So, das ist der Pylon. Wahrscheinlich ist das der. Wahrscheinlich. So, wo war hier? Ah, guck mal, hier gibt's nochmal. Ne, da komme ich jetzt mit dem Winkel nicht hin. Moment. So. Hier war noch eine Klappe dran. Noch Energie leider. Oh, 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 oh.
Oh oh, seht ihr das, was ich sehe? Hui. Seht ihr das, was ich sehe? Genau das Ding. Und? Datenlinkscanner noch anschalte. So, neue Daten. Epsilon-Muster. Na wunderbar. Dann können wir... Und, da müssen wir jetzt hochfahren können. Hopp. Eieiei, Pleiten, Pech und Pannen, komme ich hier hoch? Oh, natürlich, irgendwie müssen wir noch üben. Moment. Wieso habe ich die falsche Taste gedrückt? So, nochmal Orientierung. Ich fahre aber so rum. Ich war zu doof. Noch gescannt kriegen. Sollte hier nicht irgendwas geben? Hier aber. Oh fuck. Ja, da gibt's was, und zwar eine Drohne. Das war aber nur... Oh fuck. Ich glaube, ich habe irgendwas getriggert, was ich nicht triggere wollte. Na komm. Ja, schießt du, geht das Hindernis durch. Na komm. Put, 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 put. Komm, hopp, hopp. Das ist bestimmt auch. Oh, Moment, ich. Ne. Oh. Oh Mann, er versteckt sich. Oh, hier, 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 hier ist das, was ich scannen will. Da stehe ich gerade neben dran.
Moment. Achso, der ist der Timer, der geht an, wenn wir da vorne fahren. Ui. Was ist denn jetzt los? Oh ne, ich habe keine Munition mehr. War nicht gut. Ich muss aber mal kurz das zweite suchen. Jetzt können wir noch holen. So, das Ding schnappen wir uns jetzt schnell noch und dann machen wir K.O. hier, hallo. Jetzt war hier irgendwo noch der andere Obelisk. Upsa, was ist denn hier rum? Hier, sehr schön. So, dann wechseln wir mal den Scanner. Na. Und ich muss noch anwählen, genau. Ah, das war also falsche Scanner. Ich will den Dadeling-Scanner. Sehr schön. Und damit haben wir Beta-Muster. Nice. Und zum Abschluss gucken wir noch, ob das Vieh irgendwas Falle gelost hat. Was liegt? Nee, scheinbar nicht, oder? Schade. Gut, haben wir das Ding schon da oben? Nee, das ist das normale, das haben wir schon. Ja, gut, dann das andere komische Teil, wo da vorne so komisch geglüht hat, wollte ich noch scannen. Obelisk, dann der Hammer. Den wollte ich doch direkt in Nähe gestanden vorhin. Das keine Ahnung, irgendwo war vorhin was. Lass mal gucken, wo das war. Ja, das ist schön für dich. Ich würde sagen, ich muss mal kurz fahren lernen.
Hopp, genau dich wollen wir. Alles ein bisschen holprig hier. Alter Obelisk, was bist denn du? Ich will dich. Tja, gut. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber wo ist denn der Obelisk? Ne, wenn ich den scannen kann, dann habe ich ihn ja schon, will ich nicht sehen. Na egal, komm. Lang genug geschafft. Dann würde ich sagen, hier mal ein kleiner Cut. Ich begebe mich dann schon mal auf den Heimweg. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehe ich mal schwer davon aus, dass man irgendwo zwischen Sol und dem Dorsystem sind. Nicht noch irgendwas beim Weltescanner finde, weil wenn ich schon mal so weit hier draus bin, dann kann ich auch ein paar Systeme scannen, kriegen wir noch ein bisschen Geld, wenn wir nach Hause kommen. Ja, das wäre so der nächste Plan. Und dann, oder ich grüße jetzt noch ein bisschen auf dem Planet rum, ich weiß es noch nicht, schauen wir mal. Mir mal auf jeden Fall hier ein kleiner Cut. Bedanke mich fürs Zuschauen, wieder total überzogen, aber egal. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.